Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben im letzten Part angefangen, unser wunderschönes Sanctuary Hills noch schöner zu machen. Und, wir haben es soweit geschafft, dass schon diese drei Häuschen hier mit Strom versorgt sind. Das da hinten war sowieso schon immer mit Strom versorgt. Und ich denke, wir werden heute mit dem Marktplatz beginnen. Also so richtig Handel und so weiter. Das hätte Was ich alle... Was könnte man daraus machen? Einiges. ich würde es gerne hier machen, ehrlich gesagt. Also hier würde ich gerne einen Marktplatz machen. Und vielleicht auch kombiniert mit da unten vielleicht irgendwie so eine kleine Apotheke oder so. Schauen wir mal. Oder lassen wir es einfach mal so zum Wohnen hier. Und da drüben können wir noch irgendwas zum Verteidigen bauen, vielleicht. Boah. So in etwa, circa in etwa ist mal der Plan. Gut. Da wir hier eigentlich zum Marktplatz herkommen sollten, möchte ich hier gerne mal so wieder mal so ein Zäunchen oder vielleicht sogar eine Wand aufziehen. Also bauen tun. Das heißt, wir gehen hier mal hier rein, dann da rein. Und dann schauen wir uns einmal um. Würde das irgendwie anklipseln? Nicht wirklich, ne? Ich habe hier drüben auch nochmal frisch bei der Scheune, ne, einen Boden verlegt, was ich allerdings irgendwie für einen Schwachsinn hielt. Mir geht es hier in erster Linie darum, dass wir hier, ja, so gut es geht, ja, einen Schutz vor Angreifer haben bei dem Marktplatz hier. Und ich würde sagen, wenn wir hier vielleicht so anfangen, eine Wand hinzuklatschen, dann können die Leute auf dem Markt quasi die Wand tapezieren, wenn sie möchten. Ja, mit Werbung und so. Ja, wenn sie möchten. Ich werde aber die Wand, glaube ich, hier hinstellen. Probieren. Ich mache einfach mal da so. So. Und schau mal, ob die einigermaßen gerade steht. Ich glaube, das schaut gar nicht so deppert aus. Na. Vielleicht noch ein kleines Stückchen zu mir her. Sie müsste eigentlich noch ein Stückchen hier hin. Aber da ist, da ist der Strauch hier im Weg. Der Knallerbsenstrauch. Der verdorrte. Ich würde sagen so. Wir lassen es mal so. Jetzt ist er schief, ne? Bist du schief? Ich glaube, das geht. Ich glaube, es geht sogar. Verschiedene Wände möchte ich auch gerne vor allem probieren. Hier hätten wir eine mit einem Tor. Tor muss gar nicht, also mit einer Tür, ne? Das muss ehrlich gesagt gar nicht sein. Sowas hier wird schon passen. Überhaupt, generell solche. Ja, warum eigentlich nicht? Aber dann kann man nichts tapezieren dort, ne? Ja, muss eigentlich eh nicht immer sein. Was hätte man sonst noch zur Auswahl? Vielleicht kann man das dann noch irgendwie so mit einer Terrasse dann vielleicht später kombinieren. Boah, das wird... Ah, da... Ui, da fällt uns schon was ein. Gut, dann werde ich hier noch mit so einer Wand. Dann kommt hier wieder so eine. Ja. Dann werden wir hier nochmal... Noch eine. Ja, können wir eigentlich. Und hier vielleicht nochmal so eine. Oder? Ja. So eine. Dann haben wir hier schon mal eine hübsche... Naja, in Anführungszeichen hübsch. haben wir hier schon mal eine tolle Wand. Den habe ich verkehrt gedreht gehabt, ne? Das wollte ich natürlich nicht. Das sollte eigentlich so dann sein. So. Genau. Dann können Sie, wenn Sie wollen, hier noch irgendwelche Plakate dranhängen.
irgendwie mit so einem Draht durchziehen oder so. Das können die, das schaffen die. Ja, und vielleicht können wir hier eine kleine Mini-Terrasse bauen. Kann das noch anklipseln? Ich denke nicht, ne? Nein. Hier drüben vielleicht? Tatsächlich, hier würde es gehen, aber ich hätte es gern so, ehrlich gesagt. So. Na, so. Um die Ecke. Ich will keine Ecke haben, nicht. Hätte ich vielleicht die eher machen sollen als Ecke. Warte mal. Da hätte ich eher die machen sollen als Ecke. So, warte. Na, so. Na, würdest du? Das muss so sein. Aha, das geht nur so. Mhm. Haben wir vielleicht eine, die noch in die andere Richtung irgendwie sich anklipseln ließe? So um die Ecke? Schaut irgendwie nicht so aus, hä? Naja, dann müssen wir es halt selber bauen. Dann bauen wir es halt selber. Ist ja auch kein Problem. Null Problemo. Da können wir eh sowas. Außer der zickt komplett rum. Das würde mir aber nicht gefallen, wenn der jetzt keine Ecke macht. Na, der will nur da. Jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen, dass wir eine Ecke zusammenbringen. Okay. Eine Ecke. Der Joghurt mit der Ecke mit was drin. La 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 ram, da dam da ram, da dam. Aber so wird das auch nichts. Aha, das ist sowas. Aha, aha. Das ist ein bisschen ein Topfen. Könnte das, würde das anklipseln? So vielleicht? So vielleicht? Nee. Käse. Das erfreut mich jetzt nicht. Nicht wirklich. Hm. Das heißt, ich müsste noch eine Wand rausnehmen. Wand verschwindibus. Und jetzt könnte ich es probieren. Quasi hier schon eine Art Terrasse machen. Wäre ja eigentlich auch wurscht. Könnte ich hier... Weißt du was, das wäre überhaupt gescheiter gewesen, immer sowas zu bauen. Warte mal ganz kurz. Das wäre sowieso gescheiter gewesen, immer sowas zu machen. Warte mal ganz kurz, da kommt mir doch glatt wieder ein Ideechen. Ah, stell dir vor. Ja. Ein Ideechen. Ach so, hier um die Ecke wird es nicht gehen. Wegen dem Buschen da. Ist wurscht. Ich probiere mal. Wir haben ja Zeit. So. Nein, haben wir nicht. Es rennt uns alles davon. Vor allem die Zeit. Wie weit geht das? Bis hierher. Da. So. Kannst du... Was? Das ist das Verkehrte. Den wollte ich haben. Kannst du dich anklipseln? Naja, nicht ganz, aber... Wir können da ja ein bisschen tricksen. Ja, probieren wir so mal ganz kurz. Ja. Ja, wegen dem Strauch hier, ne? Dann will ich ja ein bisschen ausweichen. Das würde eventuell gehen. Da haben wir jetzt zwar eine kleine Kluft. Da müsste ich vielleicht eventuell auf ein einzelnes ausweichen. Das könnte auch passieren. Das könnte auch gehen. Wäre gut gewesen, hier in diesem Eck anzufangen. Wäre vielleicht sogar schlauer. Warte mal.
Was wäre denn hübsch? Bist du hübsch? Bist du hübsch? Das vielleicht, ha? Huh? Ja. Das vielleicht. Ich werde dann da unten noch ein bisschen Beton hinklatschen, keine Sorge. Das wird schon noch irgendwie schön. Ich würde sagen, nanu, nana, komm. Ja. Ein bisschen vielleicht noch, ist zu schief. So. So könnte es was werden. Komm mal her, du. Ja. Ja, das könnte echt was werden. Oh mein Gott, ist das schief. Ja. Wartet mal ganz kurz. So. Ach du Heilige. Was, Nanu, was bist du denn so schief, mein Freund? So vielleicht? Ja, das schaut ja etwas besser aus. Ja, das schaut schon nicht so schlecht aus. Wie schaut es hier mit der Wand aus? Hier dann wenigstens eine so noch hingestellt. So. Schaut leicht komisch aus. Da wäre es schöner, noch sowas hinzubauen. Schaut wirklich leicht komisch aus. Obwohl es auch ein Dach hat. Da bräuchte man nochmal so ein Eck. Gibt es da vielleicht was? Ich meine, einzeln eher nicht, ne? Aber sowas. Oh ja. Das würde gehen. Warte mal. Du schleich dich mal. Wieder mal. Und du hier ran. Klebst du da an? Nö. Müssen wir von selber. Macht nichts, das kriegen wir schon hin. Ha. Ich weiß, glaube ich, schon, wie ich den heutigen Part nennen werde. Ich hoffe nur, mir ist dann keiner böse. Na, würdest du jetzt bitte kommen? So ungefähr mal probieren. Naja, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Drehen wäre vielleicht nicht schlecht. So. Ah. So. Ah ja, so willst du jetzt anklipseln? Du bist mir einer. So war das aber nicht gedacht. Dass der dazu macht. Ehrlich nicht. Ich wollte es eigentlich... Aha. Ich wollte es eigentlich so schräg dabei haben. Betrug ist das. Naja, vielleicht kann ich ihn für das obere Eck gebrauchen. Ach, wie schlecht. Schlecht ist das. Ich wollte es nämlich... Da, du bist wahrscheinlich auch dasselbe in Grün, ne? Ja, ja. Alles gut. Naja. Das war so eigentlich nicht geplant. Wann ist denn jemals was geplant? Wie schaut es mit dir da aus? Ist ja auch alles irgendwie hoch, ne? Ist ja wurscht, dann haben wir da einen kleinen Schönheitsfehler. Oh, wie kannst du nur? Ja, ich weiß. Kleiner Schönheitsfehler. Das überstehen die schon, die überleben das. Huch, da muss ich noch ein Stück zurück. Nur nicht schief werden. So vielleicht. Ja. Und dann hier noch eine Wand. Dazu wollte ich eigentlich sagen, aber irgendwie schwebt die. Dann lassen wir die Wandgruppe vielleicht lieber beieinander. Das schaut sonst irgendwie komisch aus. Haben wir da noch so eine? Nein.
Ich glaube, das ist gleich verschmerzbar. Und da vorne dann noch ein kleiner, schöner, süßer Zaun. Ja, ich glaube, das geht. So. Also, das war jetzt die Ecke. Okay. Die Wand mit der Ecke. Dann würde ich sagen... Wie habe ich mir das gedacht? Ich wollte hier einen Stand haben. Also hier einen Stand. Immer wenn es so ein Dach ist, einen eigenen Stand. Eigentlich. So. Genau. Jetzt sind wir hier schon fertig. Und da wollte ich noch was Kleines haben, aber ich glaube, das wird nicht hinhauen. Da werden wir das hier zumachen. So. Ja, ich glaube, das wird was. So, ja, da haben sie auch frische Luft. Ich glaube, das wird was. Dann stehen die Händler hier nämlich geschützt unterm Dach und brauchen vor Wind und Wetter sich nicht zu sorgen. So circa in etwa habe ich mir das gedacht. Ja, natürlich bist du schief. Natürlich bist du schief und krumm. Wie soll das denn sonst anders sein? Jetzt ist es besser? Ja. Besser. Gut. Gibt's da... Kann ich... habe ich die Erlaubnis, hier um die Ecke bauen zu dürfen? Mit dir? Aha, du bist verkehrt, ne? Das geht nur auf der drüberen Seite. Wie haben die sich das gedacht? Naja. Ich bräuchte so eine einzelne Wand wieder mal. Ich glaube, einzeln haben wir da nicht viel anzubieten, wenn nicht sogar gar nichts. Nope. Wenn ich das mache, ist es zu breit. Ich hätte aber gern was Einzelnes gehabt. Menno. Vielleicht... Na, vergiss es was. Ich hab nur gedacht. Hör auf zu denken. Jo. Dann können Sie hier hinten ein bisschen Werbung anbringen. Hier auch. Dann machen wir hier einfach Zaun und fertig. Und dann mache ich da drüben noch. Oder warte. Schön wäre es schon gewesen hier mit deiner Wand. Aber warum? Warte, wo ist sie hin? Steht sie noch? Ja. Können wir eigentlich gleich machen mit einem schönen Zäunchen. Wo hätten wir denn ein hübsches? Ich würde sagen, das hier, oder? Aha, der will nicht so recht. Das ist mir aber wurscht, der hat zu wollen. So. Ist halt nicht ganz am Rand draußen, aber wird hoffentlich verschmerzbar sein. So. Ums Eck. Ich würde sagen, so. So. Ha? La, baba. Das schaut gar nicht mal so dumm aus. Dann kann man hier nämlich schön... Vielleicht noch eins dazu. Dann kann man hier schön rausschauen. Vielleicht mache ich hier sogar eine kleine Sitzecke hin für so eine Art Café. Und man kann hier super dann beim Chillen, beim Einkaufen, kann man hier super den Leuten beim Hackeln zuschauen. Ja, perfekt. Hätte ich gleich können einen größeren Zaun nehmen. Also den hier halt, ne? Na, warum eigentlich? Warum nur drohen? Ich kann das hier wirklich machen. So. Boah. Na, das gefällt mir, muss ich echt sagen. Dann machen wir halt hier noch ranklipseln. Oder ist das hässlich? Das könnte eventuell hässlich werden. Vielleicht hier noch ein bisschen weiter bauen mit den Zäunen. Eventuell.
Ich probiere mal was. Jetzt muss ich das Ganze nur ein bisschen anzugleichen. Nicht, dass ich zu schief werde. Ich hoffe, das gelingen tut mir. Mhm. Da brauchen wir schon die schmäleren. So, vielleicht. Und dann können wir schon... Ja, gratis was anderes, ich weiß. Ah, schön. Aber trotzdem... Ich würde dann sagen, vielleicht nochmal den hier. Den hier vielleicht da so. Es ist jetzt nur mal so ungefähr. Ich mache es jetzt nicht zu 100% gerade. Ich will hier ehrlich gesagt nur ungefähr einschätzen können. Ich nehme auch da mit Absicht diese Wand. Streng gesehen können wir hier nämlich so eine Wand hernehmen. Ja, die ein Tor hat. Ihr wisst, Nanu, du hast gerade angeklebselt. Was ist denn los? Kein Bock mehr. So, ja. Ich wollte hier nämlich so eine Wand herbauen. Damit die wahrscheinlich schon zu knapp dran sein. Warte mal. Mit dem Tor, ne, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Die hier. Die wollte ich eigentlich genau da hinsetzen. Ich nehme jetzt mal einfach so. Aha. Ich probiere jetzt mal. Nein, lieber doch nicht. Warte mal, ich sehe da nämlich gerade was. Dass die hier gar nicht so ohne weiteres rauftreten können. Da ist nämlich ein Holzding vorn. Das könnte tatsächlich als Wand gedacht sein. Ah, das wäre nicht so toll. Na, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann lassen wir das so offen. Na, Entschuldigung. Die Wand kann aber trotzdem bleiben. Dann wäre das schon mal eine schöne Grenze. Hoppala. Ja, geht. Geht, glaube ich. Wobei ich schon überlegen bin, ob ich hier nicht Zaun lasse, bis daher. Und hier nochmal so eine Wand mache. Ich glaube, das wäre hübscher. Klipsel das an? Ja, dummerweise, ne? Schwebt dann aber in der Luft. Was ist, wenn ich die Wand einpacke? Und ich verwehrt sie wieder. Weißt du was? Verwehrt man es wieder. Weg damit. Was tue ich da so blöd rum? So. Wand, oh Wand. Würde ich vorschlagen, noch die hier zu nehmen. Achso, die haben wir schon. Ich glaube, da oben waren noch welche. Ja. Die klipselt auch so deppert an. Würde sich jetzt das Eck auszahlen? Na, das ist echt ein komisches Eck. Meh. Meh, scharf. Meh. Dann nehmen wir halt die hier. So, Klipsel. Jetzt wird das Ganze halt ein bisschen schief. Oh, wie kannst du nur? Na? Nein. Nein. Erst auf. Wieso willst du das machen? Soll ich echt das so hässlich machen, dass dann das eine Eck da so kommt, wo das Dach dann nach innen hängt, statt nach außen? Nein, ich will aber nicht. Das muss doch gehen. Wenn ich es zur Not mit dem hier machen muss. Oder halt auch mit einem Zaun. Ich könnte es ja auch mit einem Zaun machen. Ist ja eh egal. Ist ja egal. Ist ja egal. Machen wir es eben zu. Machen wir es eben so. Wir sind im Commonwealth, da ist nichts mehr mit Grad. So, aus mit Gerade. Dann hier. Möchte ich wieder ein bisschen Zaun mischen.
Vielleicht so. Vielleicht nochmal so. Zwei von denen. Oder ich nehme mal so einen dazu. Den hatten wir eh noch nicht. So. So. Und hier vielleicht nochmal den da. So. Ich denke mal so. Ja, ich glaube, so kann man es lassen. Ich glaube, wenn man da reingeht, das wird, glaube ich, ein hübsches Marktplätzchen. Wie gesagt, hier kommen dann die Dingens hin. Drei Marktstände dürften sich ausgehen. Mit unserem Skill. So, apropos Marktstand. Läden. Verkäufer. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon? Weil da oben steht ja auch ein Stand, ne? Den könnte ich eigentlich gleich holen gehen. Den werden wir gleich holen. So schaut's aus. Du bist eine Plünderstation. Oh, und da ist niemand eingeteilt. Wie geht denn das? Ich glaube, die gehört so. Die ist so ein Einzelding. Achso, da wollte ich eigentlich zum Reingehen, ne? Wollte ich das eigentlich haben? Ob sich hier zwei nebeneinander ausgehen würden? Ich teste da mal kurz was. Kann man da jetzt nach hinten durch? Eigentlich schon. Da ist man voll geschützt. Das gefällt mir. Und da kann man eben rein. Und da drüben könnte ich ja nur eins machen und dann kann man da wieder raus. Ist das gerade? Naja. Gerade ist was anderes. Ich werde denen ein bisschen mehr Platz lassen. Ich werde es da hinstellen. Probieren. Ich hoffe, so könnte es was werden. Ich hoffe es wirklich. Eine Plünderstation war das. Okay. Ein Verkäufer für Lebensmittel wäre nicht schlecht. Stimmt, da muss man ja wieder Kronkorken zahlen, ne? Wir sind ja bettelarm. Würde ich sagen. Machen wir hier was Kleineres. Gefällt's dir nicht, Kerl? Bitte, weil der da oben ansteht. Jetzt vielleicht. Na? Um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Nein, langsam. So. So, das sieht furchtbar aus. So. Mal so machen. Ja. Du kannst hier weiter herrücken. Ja, natürlich wird jetzt wieder rot. Warum wirst du jetzt wieder rot, du Kerl? Rein, ne? Ja. Ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wäre doch schön, wenn man das trotzdem noch ein kleines Stückchen. Aber das will er nicht, ne? Nein. Das will er nicht. Dann lassen wir es halt so. So, Plünderstation, Marktplatz, unterprächtig. Verkäufer haben wir schon mal. Rüstungen, Waffen. Gastronomie. Gastronomie wäre gut. Die dich hierher platzieren sollen. Wie ein Café und so. Ich bin so schlau. Ja, ich bin ein gebürtiger Schlaufuchs. Das wissen viele gar nicht. Für die Gastronomie habe ich schon zu wenig Kohle. Willst du mich schädeln? Och, wie gemein.
Film mit 100 Kronkorken. Leute, legt doch mal zusammen. Hä? Legt mal kurz zusammen. Ich brauche ein bisschen Geld. Dann bauen wir halt eben unser Café hier fertig. Da dachte ich mir an... Warte. Tisch. Ich will's schon hübsch machen. Schau mal, hä? Das wird doch passen für so ein Café. Mit Sonnenschirmchen hierhin vielleicht zuerst. So, schau, schön ins Eck. Schau, schau, Schoschone. Na? So vielleicht. So. Ja. Und dann mit so hübschen... Na, kein Bett. Wobei, manchmal ist man so satt, da würde man glatt ein Bettchen brauchen können. Sowas vielleicht, ha? Huh? Sowas wird doch zu einem Café, glaube ich, gut passen. Diese runden Sitzmöbel. So, vier Stück. Könnte man sogar theoretisch... Na, passt schon so. Nicht zu eng stellen. So viele Bewohner sind sie eh noch nicht. So. Ich glaube, das wird so gehen. Und dann kann man hier noch eine hübsche Sitzecke machen. Eine Sitzecke. Vielleicht. Oder so, so ein Tisch in trauter Zweisamkeit. Da kommt mir auch schon wieder ein Gedanke. Na, na, na. Halt, stopp. So nicht, mein Freund. Weißt was? Da machen wir sowas hin. Ich würde sagen, so. Ums Eck geht ja nicht, ne? Oder vielleicht schon. Warte mal, da kommt mir doch glatt wieder ein Gedanke. Warte, den will ich recht am Rand haben. So. So, ja. Dann brauchen wir ein Tischlein. So ein Kaffeetisch, ja, ganz genau. Ich würde sagen... So. Warte. Ich würde sagen so. Und... Da gibt es bestimmt sowas. Ja, genau. So einen einzelnen wollte ich haben. So. Boah, ich glaube, das ist sogar schön. Ich glaube, das ist sogar schön. Und dann können wir hier noch... Ich spiele mich gerade voll aus. Ja, ja, da habt ihr schon recht. Die alte dreht schon wieder voll durch. Ja... Da könnten wir noch sowas herbauen. So. Ganz genau. Und Strom brauchen wir natürlich auch noch. Also wieder mein Lieblingslamperl. Für diesen Tisch. Das bist eigentlich du. So. Stückchen höher. So. Ja. Da kommt eben noch wunderbarer Strom her. Und da drüben hätte ich auch gerne eigentlich eine hübsche Lampe. Eine Straßenlaterne wäre auch besser gewesen vielleicht. Hier so im Eck. Das hat auch noch, das hat auch kaum ein Café, oder? Schaut das mal nicht behindert aus. Vielleicht die, die ist vielleicht hübscher. Bist du hübscher? Du oder du? Das wäre vielleicht besser, hm? Das könnte besser sein. Sowas eventuell, oder?
Wir stellen hier eine Ampel auf. Die wäre aber auch schön. Die wäre ja noch schöner. Ich glaube, die gefällt uns. Ich glaube, die gefällt uns. Die schaut schön romantisch aus. Ja. Ja, das wäre was. Und natürlich ein Open-Dings. Würde man auch brauchen. Die Leute sollen ja wissen. Achso, ABC. Ich dachte wirklich, das wird Open stehen. Aber doch da. Da. Ja, weißt du, für Open, ne? Achso, es ist gar kein... Das ist ein R. Ich habe wirklich Open gelesen. Doch, soll so sein, ne? Ich lese es einfach mal. So. Doch, passt schon Open. Der eine Strich, der hat mich gerade irritiert, weil er ausschaut wie ein R. Wie ein R. Ne? Du weißt schon. R. Da müssen wir ein bisschen Geld sammeln, damit wir unser schönes Café hier noch fertig kriegen. Ja. Das ist einmal für eine andere Energieproduktion. Aha, Laufschrift. Ich wollte nur sagen, das ist meine andere Geschichte. Wir werden auch hier vielleicht einen Generator herholen und den da hinten irgendwo verstecken tun. Nicht nur vielleicht, warum tue ich es nicht einfach? So, ich muss hier auf die Falle aufpassen. Bäh. Nicht, dass die mich noch verjausen hat. Hallo Edda, meine Hübsche. Na, alles gut? Ja, alles gut, Schäfchen. Ich gehe jetzt mit Absicht darunter und darüber. Eigentlich soll ich so, so und so. Aha, und toll. So kommen wir jetzt nicht rein, oder was? Hier eigentlich schon, ne? Ja. Der Chepagorn hier. Ja, ja, das schaut hässlich aus. Wartet mal, das kriegen wir schon noch hin. Keine Panik. Keine Panik. So, der Chepagorn. Den stellen wir... Ich will lieber in dieses Eck, zu diesem Eck hier hinstellen. Da so. Vielleicht. Oder überhaupt so. Wegen dem Café wollte ich eigentlich, dass sie mehr Ruhe haben. Aber so laut ist es eigentlich eh nicht. So. Das schaut echt hässlich aus. Kann man das irgendwie besser verbauen? Wartet mal. Betönchen. Achso, das sind Dächer. Hoppala. Da Boden. Na, das hätte ich zuerst machen müssen, ne? Unbedingt. Oh doch, schau. Da wurde es doch glatt grün. Halt. Ich probiere es einfach mal. Oh, das ist sowieso leicht schief, kann das sein? Ach so. Der Strauch wahrscheinlich, ne? Na, ist schon gar nicht so wild aus. Aber da mal schön. Können wir halt den Generator darauf stellen, eigentlich, ne? Wir könnten aber auch noch ein Stück nach hinten gehen mit dem Ganzen. Oder ich lasse das einfach so. Das könnte man auch machen. Wie viel Beton kriege ich da wieder zurück? Ein Drum? Ich glaube, das werde ich lagern. Ich meine, so hässlich ist das jetzt ja auch wieder nicht, oder? Wie würde es denn mit Wänden ausschauen, wenn ich die... Was? Da hat gerade was angeklipselt? Echt? Wenn ich da jetzt, sagen wir mal, eine Betonwand bauen würde... Mal angenommen, es würde überhaupt funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Noch einmal, der Part ist auch schon zu Ende. Fürchte dich. Würdest du... Wand. Bitte. Okay, ich glaube, das klappt nicht so ganz, wie ich das mir vorgestellt hatte.
wollte nämlich hier dann eine Wand stattdessen bauen. Wie schaut's mit Säulen aus? Will denn gar nichts hinhauen? Im Nachhinein was anbringen ist da echt schwer. Aha. Ich glaube, jetzt hätte ich eine Chance. Und sie ist schon vorbei, oder wie? Nur eine Säule, eine kleine vielleicht. Wäre ich schon zufrieden. Ehrlich, ich schwöre. Okay, die geht jetzt hier, die schießt übers Ziel hinaus. Na, das ist ein Blödsinn dann. Dann lassen wir es halt so. Ich verdecke die einfach mit irgendwas, dann fällt es nicht so auf. Da kommen jetzt 12.000 Generatoren hin, dann passt das schon. Ha. Nein, du sollst ja nicht wegtun. Wir brauchen aber allerdings, das will ich noch ganz fix bauen, Strömchen. Da müsste allerdings sowas reichen. Hier. Sowas hier. Zum einen hier einmal. Zum anderen stelle ich das hier noch ein bisschen hier rüber. So. Und verbinde das mal. So, dann müssen hier ebenfalls. Ja, genau, dich brauche ich. Hier vielleicht noch so eins. Zwei. Jetzt hier auch einer. Nicht so ganz, ne? Vielleicht so drei. Und den dafür etwas nachstellen. Also hier rüber. So. Vielleicht kann man die dann noch verbinden. Ja. Boah, das geht echt. Haha. Ich bin entzückt. Feine Geschicht. Und da müsste ich hier eigentlich schon... Ja, es brennt sogar dieses Licht hier. Mei, bin ich froh. Hihi. Schau mal, schau mal. Ist das hübsch. Ah, das gefällt mir. Muahaha. Das gefällt mir. Ma, schaut das toll aus. Hihi. Sehr gut. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Das schaut echt toll aus. Jetzt will man nur noch Geld irgendwie verdienen. Ist vielleicht dann die gute... Händlerin schon da. Schaut nicht aus. Irgendwie Geld verdienen, dann können wir das Café schon mal fertig bauen. Boah, das gefällt mir echt gut. Mhm. Und vielleicht da vorne noch ein Christbäumchen oder so, dann ja, sehen wir dann eh im nächsten Part. Das Baulimit ist immer noch nicht überschritten. Das gefällt mir am allerbesten. Das gefällt mir wirklich am allerbesten, weil da können wir uns ein bisschen ausspinnen. Das freut mich wirklich sehr. Na gut. Na Fisch. Perfekt. Dann würde ich sagen, das war wieder eine sehr gelungene Folge, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.